willkommen hier bei der Best Messe, hier in dem Vortragssaal, also ein offener Raum. Wie ich schon anmoderiert wurde, bin ich Reiseleiterin. Mein Name ist Biene Tanner. Ich bin seit 15 Jahren unterwegs und auch Leiterin von der Reiseleiterakademie Wien. Das ist die einzige Bildungsinstitution in ganz Österreich, die spezialisiert ist auf internationale Studienreiseleitung. Das ist wirklich was Besonderes, denn es ist auch ein Spezialgebiet. Es gibt Reisebegleitung, es gibt Studienreiseleitung, es gibt Standortreiseleitung, es gibt ganz viele verschiedene Bereiche, wo man tätig sein kann, und das wissen halt die meisten nicht. Und wir sind spezialisiert auf Fach- und Studienreiseleitung, und zwar weltweit. Das heißt, das ist sozusagen das Höchste von der Karriere oder das Höchste, was man erreichen kann. Das heißt, wenn man das schafft und das lernt, dann kann man alle anderen Arten von Reiseleitungen auch machen. Das heißt, zusammengefasst, das ist die umfassendste Ausbildung, die es am Markt gibt in dieser Form. Das ist eine anerkannte Ausbildung, das heißt, von der Wirtschaftskammer ist diese Ausbildung anerkannt als Berufsausbildung, und am Ende gibt es ein Diplom. Und die wichtigste Frage: Ausbildung ist schön und gut, aber was bringt mir denn das danach? Hilft das auch wirklich was? Wie schaut es denn am Markt wirklich aus derzeit? Und da kann ich Ihnen versichern, es ist wirklich, das ist kein Verkaufsspiel, eine sehr, sehr große Nachfrage nach Reiseleitern und Reiseleiterinnen. Es werden ständig Reiseleiter gesucht. Warum? Weil es eben auch so offen ist, es darf sich ja eigentlich jeder Reiseleiter und Reiseleiterin nennen, aber das heißt eben noch nichts über die Qualität aus. Das heißt, man kommt schnell in den Markt rein, wenn man aber nicht die Qualität halten kann. Und wenn man gar nicht weiß, worum es geht hier, worum geht es hier eigentlich und wie ist das Reiserecht nun ganz genau in der konkreten Situation. Jetzt gibt es Probleme, jetzt gibt es Konflikte. Was darf ich als Reiseleiter? Wo sind meine Grenzen? Was muss ich machen? Wie ist mein Vertragsverhältnis oder wie ist überhaupt mein rechtliches Verhältnis gegenüber den Kunden oder gegenüber den Leistungsträgern und den Veranstaltern? Das sind alles Dinge, die muss man echt wissen, weil das ist man genauso schnell wieder weg vom Fenster. Also es gibt viele Möglichkeiten, in den Job einzusteigen, aber wie gesagt, dann ist man halt leider wieder weg. Und mir ist wichtig, dass Sie, wenn Sie die Ausbildung hier machen, nachhaltig im Job tätig sind. Ja, weil einmal einen Auftrag bekommt man leicht, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Wie ich schon anmoderiert wurde, bin ich ja seit 15 Jahren tätig. Also das ist wirklich ein Job, den man machen kann, den man lange machen kann, den man auch hauptberuflich machen kann oder eben auch nebenberuflich. Aber schauen wir es uns einmal jetzt einmal genauer an. Jetzt rede ich ja immer von diesen verschiedenen Arten. Also wie gesagt, Fach- und Studienreiseleitung ist sozusagen top of the top. Dann gibt es natürlich Städtereisen, Flugreisen. Da kennen Sie sicher eine Rundreise in Andalusien oder eine Marokko-Tour durch den Atlas, dann durch die Wüste, dann zu den Königsstädten. Und da braucht man auch immer Reiseleiter. Eben entweder nur Reisebegleiter, die administrieren, dann gibt es einen örtlichen Guide, oder echte Fachreiseleiter. Das heißt, sie sind dann auch der Experte von dem jeweiligen Land oder von dieser Region und dürfen auch selber aktiv führen. Das ist die Besonderheit. Dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Rundreisen im Bus, das kennen Sie, das hat vielleicht eher so ein bisschen ein verstaubtes Image, das sind so diese klassischen Gesellschaftsreisen, Seniorenreisen, ist aber ein Riesenmarkt. Ja, hier sind natürlich alle jung, aber es gibt auch eine richtig große Gruppe hier in der Bevölkerung, nämlich die Senioren und die Seniorinnen. Und die sind aktiv, die sind gesund, die werden immer älter und die wollen was machen, die haben auch das Geld, das heißt, die reisen, die sind wirklich unterwegs. Das heißt, da habt ihr wirklich Chancen ohne Ende, da gibt es wirklich viele Aufträge für so Seniorenreisen. Ganz was anderes ist wiederum Schiffsreiseleitung. Kann man auch machen. Das ist auch Reiseleitung, aber vom Schiff aus. Das heißt, man begleitet dann die Ausflüge, die die Gäste haben, vom Schiff aus aufs Land. Wieder ganz eine eigene Art, da ist man eher so, kennt ihr vielleicht vom Schiff, so ganz gestriegelt in der Uniform, das ist halt Schiffsreiseleitung. Ja? Je mehr Orden und je mehr Striche man da hat und Sterne, desto besser. Für die mehr Legereren gibt es Wanderreisen, da ist man wirklich unterwegs und wandert, schlaft vielleicht auch einmal in einem Zelt, also wieder eine ganz eine andere Art der Reiseleitung, andere Zielgruppe, mehr auch junge, aber genauso auch eben Pensionisten, die wirklich aktiv sind, so die alten Wandervögel. Aber auch da brauchen wir eben das ganze Rechtliche, das heißt, wie gehe ich mit der Gruppe um, und gerade beim Wandern ist es noch viel schlimmer, es kommt ein Gewitter oder es droht ein Gewitter
was mache ich dann? Darf ich mit der Gruppe weitergehen oder soll ich lieber umkehren? Geht es um die Programmwahrheit oder geht es um unser Leben und unsere Sicherheit? Also das sind Dinge, die muss man echt wissen. Das muss man einmal gehört haben, einmal gelernt haben, wo hier wirklich die Haftung ist und diese rechtlichen Geschichten. Noch einmal ein sportlicher Aspekt, aber auch wieder was anderes, sind die Radreisen. Da fährt man wirklich im Rad, im eigenen Rad durch die Gegend, entweder mehr naturlastig oder auch kulturlastig. Man kann auch in die Städte hineinfahren und Radreisen durch Städte machen und Städtetourismus vom Rad aus. Also es gibt alles. Und das ist das Spannende in diesem Tourismusfeld. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Es ist wirklich alles möglich, alle Reisearten mit den unmöglichsten, möglichsten Zielgruppen und in den verschiedenen Konstellationen. Also da steht Ihrer Fantasie wirklich keine Grenze. Ja, und ganz was anderes, deswegen habe ich es auch in Klammer, ist die Standortreiseleitung. Das ist am ehesten bekannt, ist aber ganz was anderes. Das sind die von TUI, Neckermann, Biller und so weiter, die wirklich vor Ort sind bei diesen klassischen Urlaubsdestinationen in Hawaii oder auf Teneriffa, Griechenland und so weiter. Das sind aber keine Reiseleiter in dem Sinne, was wir hier machen, nämlich geführte Touren, Gruppenreisen, sondern die sind vor Ort und die verkaufen Reisen und sind einfach der Ansprechpartner bei Beschwerden. Wieder ganz eine andere Art. Ich habe ganz viele im Kurs, die dann nachher auch Standortreiseleitung machen und sie sagen, der Kurs hat ihnen auch geholfen, ist aber nicht unbedingt notwendig, denn wenn man Standortreiseleitung machen möchte, gibt es direkt eine Ausbildung bei TUI oder wo man sich auch immer dann bewirbt, wenn man reinkommt, hat man dort dann die Ausbildung. Aber alle, die es gemacht haben, haben es nicht bereut, weil bei uns ja wirklich noch einmal andere Aspekte beleuchtet werden in der Reiseleiterakademie. So, was sind nun wirklich die Aufgabengebiete von einem Reiseleiter, nämlich in der Art, wie wir es machen, nämlich führen. Das heißt, wir leiten einmal die Reise, ist klar. Also es gibt eine Reise, die Leute buchen das im Katalog und fahren durch die Gegend. Und wir sind diejenigen, die das Ganze leiten. Wenn man eine Gruppe hat, dann kann man nur einen Führer haben. Und da sind wir schon beim nächsten, nämlich führen. Das heißt, wir führen die Gruppen. Wir sagen, wo sie hingehen müssen, wann sie wieder hier sein müssen. Also diese echte Gruppenführung, so Leadership. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, denn 40 oder 50 oder 60 Gäste brauchen natürlich eine Führung, weil sonst wäre Chaos. Also Führung in Anführungszeichen. Das ist ein bisschen negativ konnotiert, aber in diesem Sinne ist es wirklich der Führer. Und der letzte Punkt ist Wissen vermitteln. Das unterscheidet uns eben von den reinen Reisebegleitungen. Das heißt, wir sind auch Experten von diesem jeweiligen Land, von dieser Region. Das heißt, wir sitzen im Bus, das kennen Sie sicher. In Wien gibt es ja genug Touristenbusse. Der Fahrt vorne, der Fahrer hinten, ganz viele Asiaten oder Amerikaner. Und vorne sitzt der Reiseleiter am Mikrofon und spricht und erzählt etwas über Wien. So können wir das natürlich auch machen. Das dürfen wir machen, im Bus dürfen wir reden ohne Ende. Und dann darf man auch, das ist aber landesabhängig, vor Ort führen. Also ich zum Beispiel habe in Paris vor allem geführt, wie ein Fremdenführer, ja, obwohl ich kein Fremdenführer bin, das heißt, das darf ich aber, dass ich vor Ort führe. In Wien zum Beispiel wieder ist es heikel, weil da ist die Konzession nur den Fremdenführern vorbehalten, also nur die dürfen führen. Aber das sind zusammengefasst die Aufgabengebiete von einem Reiseleiter und einer Reiseleiterin, das heißt Reisen leiten, die Gruppen führen und Wissen vermitteln. Also leiten, führen, vermitteln. Und das ist auch der Slogan von der Reiseleiterakademie Wien. Ganz oben haben Sie da das Logo und da ist professionell leiten, führen, vermitteln. Das ist eine Marke, auch übrigens eine geschützte, patentierte Marke. Und das ist ja, zusammengefasst die Aufgabe von Reiseleitung. Was sollte man nun mitbringen, wenn man sich für diesen Job interessiert oder wenn man sagt, ja, möchte ich machen, ist interessant. Auf jeden Fall Fachkompetenz. Deswegen finde ich es den idealen Job auch für Studierende oder für Akademiker und Akademikerinnen, deswegen auch der Titel von dem Vortrag, der ideale, Klammer, Neben- oder überhaupt Hauptjob für Studierende neben dem Studium oder wenn man fertig ist. Das heißt, sie haben eine Fachkompetenz. Ideal ist natürlich Geschichte. Also ich bin selber Historikerin, das ist sowas von klassisch in so einem Lebenslauf nach dem Geschichtestudium. Wenn man introvertiert ist, geht man ins Archiv. Wenn man extrovertiert ist, wird man Studienreiseleiter. Und genau so habe ich es gemacht. Ja,
Ja, oder auch Geografie, Geologie, Sprachen, ostasiatische Wissenschaften, was auch immer. Also ganz spezielle Fächer, da sind wir natürlich prädestiniert für Studienreiseleitung. Und neben dem Studium wirklich der ideale Job. Warum? Weil sie sich das ja auch selber einteilen können, die Zeit. Ja, sie können sagen, okay, in den Sommerferien habe ich frei, 3 Monate und dann mache ich Reiseleitung. Oder dann im Sommersemester bei den verlängerten Wochenenden, Pfingsten, 1. Mai, Christi Himmelfahrt und solche Sachen. Da sind die meisten Reisen. Und da kann man natürlich das Ideal neben dem Studium absolvieren. Ganz wichtig ist aber nicht nur, dass man der Experte ist. Ja, Wissen kann man viel, aber man muss es auch vermitteln können. Das heißt, wir brauchen auch die didaktische Kompetenz. Das lernen wir natürlich auch im Kurs. Das heißt, wie kann ich mein Wissen spannend rüberbringen, dass auch alle noch zuhören und nicht alle einschlafen im Bus. Ist zwar auch okay, wenn alle einschlafen, dann ist ruhig im Bus. Aber besser ist natürlich, wenn sie zuhören. Und auch eine Stadtspaziergänge. Also das wirklich spannend aufbauen. Und vor allem, wir haben ja nicht nur eine Führung eine Stunde, sondern wir sind 5 Tage unterwegs oder 2 Wochen oder 6 Wochen Indien oder 6 Wochen Australien. Und da müssen wir 6 Wochen lang die Leute bei Laune halten. Da können wir nicht sagen, so, jetzt mache ich wieder einen Vortrag. Nach dem 2. Tag hört da keiner mehr zu. Also immer spannend bleiben. Es hat fast so ein bisschen Entertainer-Funktion. Ganz wichtiges war auch, denn wir sind ja im Dienstleistungsbereich, wir sind im Tourismus, das Dienstleistungsdenken und die Kundenorientierung. Das heißt, die Kunden buchen ja eine Reise und möchten extra ja einen Reiseleiter dabei haben, der für sie da ist. Weil sonst würden sie ja alleine fahren. Es gibt ja genug Rucksacktouristen oder Individualreisende, die machen das alleine. Aber die, die eben eine Reise mit ihnen als Reiseleiter oder Reiseleiterin buchen, die wollen geführt werden. Die wollen einen Ansprechpartner haben. Die möchten jemanden haben, der ihnen zuhört, der ihnen einmal hilft. Die wollen einfach auch nicht alleine sein. Das passiert auch ganz oft bei den Städten. Wenn ich sage, so, da in Paris zum Beispiel, da haben wir jetzt einen Eiffelturm. Sie haben 3 Stunden Zeit. Da können sie jetzt hinauffahren oder entlang gehen, den Eiffelturm von der Ferne fotografieren oder von nah oder zu Fuß rauf. Was auch immer. 3 Stunden Zeit. Oder sie gehen essen. Setzen sich einfach in die Wiese. Gut, jeder kann machen, was er will, und dann kommen wirklich ein paar Leute. Und was machen Sie, Frau Reiseleiterin? Wo gehen Sie jetzt hin? Na ja, ich werde mich jetzt auf eine Bank setzen und auch ein bisschen den Eiffelturm noch genießen. Ah, das ist gut, da gehe ich mit Ihnen mit. Ja, gut. Und was machen Sie dann? Na ja, dann werde ich mir ein Sandwich kaufen. Das ist gut, da gehe ich mit Ihnen mit. Also das geht wirklich so die ganze Zeit. Die sind bei Ihnen wie eine Kette, aber die wollen das. Und das muss man aber auch mögen als Reiseleiter und als Reiseleiterin. Dass man nie irgendwie Zeit für sich alleine hat, sondern immer die Gäste bei sich. Es ist aber auch wirklich eine schöne Tätigkeit, weil man kommt mit Menschen ins Gespräch, man erfährt Menschenschicksale, weil die wollen sich austauschen. Die erzählen ihnen dann ihre ganze Lebensgeschichte von ihren Enkeln und ihr Hund und ihrer Katze und der Kanarienvogel, der jetzt gestorben ist. Das sind die harmlosen Dinge, aber manchmal sind auch wirklich spannende Lebensgeschichten und das hört man dann. Also es ist ein sehr, sehr bereichernder Job. Oberflächlich ist es Reiseleitung, aber im Grunde ist es ein sehr menschlicher Job. Ja, wie man vielleicht auch schon merkt, ist es ziemlich actionreich. Man hat auch nie Zeit für sich alleine, man hat immer viel zu tun, muss alle 40 oder 60 Gäste irgendwie im Auge haben, das Programm im Auge haben, die Zeit im Auge haben, die Leistungsträger. Also es ist wirklich viel zu tun. Das heißt, man sollte wirklich multitaskingfähig sein und auch stressresistent. Ja, da kommt wirklich viel auf einen zu. Man hat in der Nacht auch wenig Schlaf, weil das Abendprogramm geht vielleicht bis in die Nacht hinein. Dann rufen die Leute in der Nacht an, um 4 Uhr, nein, 2 Uhr früh war es, 2 Uhr früh, na Frau Reiseleiter, wir haben uns da jetzt verlaufen in Paris, aber es war so ein toller Abend. Und wie kommen wir jetzt wieder zurück zum Hotel? Und um 2 Uhr früh so, ja okay, also was sind Sie jetzt? Okay, ich lohne Sie zum Hotel. Das gehört alles dazu. Ja, und wenn man Führer ist oder Leiterin, sagen wir lieber Leiterin oder Reiseleiter oder Reiseleiterin, dann brauchen wir eine natürliche Autorität. Weil wenn wir da wie ein kleines Mäuschen stehen, dann werden uns diese 60 Gäste nicht wirklich akzeptieren. Die machen, was sie wollen und dann hat man ein einziges Chaos, das geht nicht. Also eine natürliche, einladende Autorität, freundlich, aber doch bestimmt. Ja, das ist ganz wichtig. Also moderat in der Person, aber beinhart in der Sache. Das wäre ideal. Ja, und wenn wir mit so vielen Menschen zusammenarbeiten, dann ist es wirklich meine Empfehlung, dass man auch eine gewisse soziale Verantwortung hat.
Vor allem, wie gesagt, ist ja die Zielgruppe ein älteres Publikum, das heißt, es sind Senioren, Seniorinnen, die brauchen ihre Tabletten um Punkt 12. Ja, die müssen Mittagessen Punkt 12, weil sie dann ihre Tabletten essen müssen. Jetzt kann man nicht sagen, na, machen wir da, ist ja wurscht, du musst später Mittagessen. Das geht nicht. Und die brauchen ihre regelmäßigen Tablettenzeiten. Also das heißt, wir schauen wirklich, wie geht es der Gruppe, haben die Hunger, müssen die aufs Klo. Wir sind bei den schönsten Ausgrabungsstätten oder an den schönsten Orten der Welt und es hilft nichts, wenn 60 Leute aufs Klo müssen. Die stehen da, ich muss aufs Klo, wo ist das Klo, wo ist das Klo? Da ist Mont Saint-Michel oder die schönsten Dinge, völlig wurscht. Das heißt, wir müssen wissen, wo ist das Klo. Ist das vielleicht auch gratis oder braucht man dann wieder Münzen? Dann stehen alle, ich muss aufs Klo, ich habe keine Münze, wie komme ich da ins Klo rein? Also das sind die Basics, wir müssen alle essen, schlafen und aufs Klo gehen, trotz aller Fachkompetenz. Also das sind diese vielschichtigen Voraussetzungen und Kompetenzen, die man braucht als Reiseleiter. Gut, jetzt denken Sie sich vielleicht, okay, ja, klingt gut, aber bin ich jetzt wirklich geeignet für diesen Job? Oder was gibt es da überhaupt noch für Möglichkeiten? Wenn ich geeignet bin, wenn ich das wirklich machen will, wie kann ich dann hier wirklich nachhaltig und seriös, ernsthaft eine Karriere aufbauen und planen? Und das Allerwichtigste, ich glaube, die Frage stellen sich alle, okay, aber wie komme ich jetzt zu meinem ersten Job? Wenn diese Fragen noch offen sind, dann empfehle ich das Orientierungsseminar bei uns in der Reiseleiterakademie. Dauert nur 3 Stunden. Ganz kurz und schmerzlos. Und da erzähle ich einmal diese ganzen verschiedenen Dinge, was ich jetzt auch schon erzählt habe, eben noch mehr in die Tiefe, die ganzen arbeitsrechtlichen Geschichten, Gewerberecht, dieses ganze Reiserecht, also alle diese Dinge, die wichtig sind, wie man auch zu seinem ersten Job kommt, ob eben die eigenen Voraussetzungen überhaupt passen. Das können wir da checken in diesen 3 Stunden. Bei mir geht immer alles schnell und kompakt und intensiv, da brauchen wir nicht lange herumreden. Nach den 3 Stunden wissen Sie Bescheid, ob Sie dafür geeignet sind oder nicht. Ja, das heißt, in diesen 3 Stunden kann man diese verschiedenen Berufsfelder, die ich jetzt auch schon angesprochen habe, noch einmal kennenlernen. Es gibt ein dickes Skriptum, da steht auch noch einmal alles ganz genau drin. Wir beurteilen dann die Berufseignung gemeinsam auch in einem Gespräch und Sie haben die Möglichkeit auch schon einen individuellen, realistischen Karriereplan aufzustellen und Sie bekommen natürlich mein Feedback. So, wenn man das Orientierungsseminar absolviert hat oder danach sagt, okay, oder ich habe sogar den Diplomlehrgang schon gemacht, wie komme ich jetzt dann aber wirklich in diesen Job hinein? Man sollte diese Reiseleiterhaltung haben. Ich spreche da immer von der Reiseleiterhaltung, das heißt das, dass man ein professionelles Auftreten hat und so erscheint, als wäre man schon Reiseleiter. Und das üben wir im Kurs wirklich ganz genau, damit Sie nachher dann wirklich rausgehen und sagen, ja, ich bin Reiseleiter, ich kann das, ich mache das. Am besten ist es natürlich, wenn man vermittelt wird. Wir sind in Österreich, Vitamin B und so. Das geht natürlich nicht anders bei uns. Also das wäre das Ideal, wenn man jemanden kennt, zum Beispiel mich, dann kann ich Ihnen da natürlich helfen. Und das Besondere, das ist wirklich genial, die Jobgarantie. Wir haben bei uns eine Jobgarantie. Das heißt, die Besten vermittle ich fix. Die bekommen garantiert, dann lege ich die Hand ins Feuer, einen Job bei unseren Kooperationspartnern. Weil die Akademie gibt es seit 10 Jahren, also die Ausbildung biete ich seit 10 Jahren an, wird startet dann der Lehrgang 33. Also ich habe da wirklich viele Kooperationen und die wissen auch die Veranstaltung, da kommen gut geschulte Leute raus. Und dann sage ich, so, bitte reservieren wieder ein paar Plätze für meine Absolventen. Und wenn die dann kommen, sage ich, gut, bitteschön, da ist der Platz und das ist fix. Die bekommen wirklich den Job. Wie kann man nun als Reiseleiter arbeiten? Welche Verträge gibt es da? Man kann es hauptberuflich machen, so wie ich es früher gemacht habe. Damals so, jung, ja, und ohne Familie, da kann man das machen. Jetzt bin ich mittlerweile älter und habe 2 Kinder, also da kann ich nicht mehr hauptberuflich unterwegs sein. Das kommt dann nicht so gut mit der Familie. Das heißt, man kann es auch nebenberuflich machen, sogar mit Familie. Ideal ist natürlich dann wieder, wenn man älter ist und die Kinder außer Haus sind, das ist auch wieder eine gute Zielgruppe. Aber möglich ist alles, haupt- oder nebenberuflich. Und auch Vollzeit oder Teilzeit. Das kann man machen. Früher haben Sie natürlich Vollzeit gemacht, aber Sie können sich das einteilen, gerade zum Beispiel neben dem Studium oder wenn Sie noch in einem Job sind, was natürlich gut ist. Das würde ich Ihnen empfehlen. Bleiben Sie auch in dem Job, damit Sie da abgesichert sind und dann bauen Sie langsam die Karriere als Reiseleiter oder Reiseleiterin auf. Das heißt, Sie selber entscheiden, wann möchte ich tätig sein. Man kann es auch jetzt sozialversicherungsrechtlich entscheiden, wie man möchte.
Entweder ist man angestellt, überhaupt fix, durchgerechnet über das ganze Jahr, oder für die Tage, an denen man arbeitet, oder für die Saison, das kann man sich ausmachen mit den Veranstaltern, oder man ist selbstständig, das ist auch eine Möglichkeit. Was ganz spannend ist, und das finde ich eben das Attraktive an diesem Job, man kann selber wählen, wann man im Einsatz sein möchte, und man kann selber wählen, wo man im Einsatz sein möchte. Das ist natürlich wirklich ein Vorteil. Also zusammengefasst würde ich sagen, der perfekte Nebenjob, oder nicht nur Nebenjob, vielleicht sogar Hauptjob. Ja, was lernt man nun im Lehrgang? Da werden Sie eben wirklich bestens vorbereitet für dieses Berufsfeld. Wie schon am Anfang gesagt, die Reiseleiterakademie ist ja in Österreichs einziges Bildungsinstitut, also die einzige echte Institution, weil die anderen Ausbildungen sind integriert bei anderen Anbietern, aber wir sind das einzige Fachinstitut, das wirklich nur auf Reiseleitung spezialisiert ist. Deswegen haben wir auch so viele Lehrgänge und so viel Angebot über das ganze Jahr verteilt. Ja, seit 2009 über 30 Lehrgänge, jetzt Ende März startet dann Lehrgang 33. Ja, und der Lehrgang ist von der Wirtschaftskammer akkreditiert und anerkannt seit 2016. Das heißt, das ist eine anerkannte Diplomausbildung. Was hat man nun, wenn man dann draußen ist aus diesem Lehrgang? Wirklich die höchste Qualifikation. Denn bei uns lernt man ja eben nicht nur Reisebegleitung, sondern top of the top. Und wenn man das schafft, dann kann man alles andere natürlich locker machen. Ja, kompakt und intensiv, das ist mir immer wichtig, denn Zeit ist Geld. Ja, jeder hat andere Interessen auch noch. Wir brauchen das Ganze nicht unnötig in die Länge ziehen. Andere Lehrgänge brauchen semesterlang oder jahrelang, was viel zu lang ist. Denn entweder ist man der Typ, entweder hat man es gecheckt oder man checkt es eh nie. Also man kann die Persönlichkeit nicht ändern. Deswegen reicht das, wenn wir da in 6 Wochen das Ganze abchecken. Sie checken es in 6 Wochen und dann passt das. Der Lehrgang ist extrem praxisnah. 73% von den ganzen Kurstagen ist Praxis, das heißt, da sind wir draußen in Wien, in Niederösterreich, in Oberösterreich, im Ausland, in Tschechien, in der Slowakei und auch in Ungarn. Also ein echter realistischer, das sind realistische Module. Ja, alles zusammen sind es rund 6 Wochen und in diesen 6 Wochen haben wir 7 Tage den Kurs. Und die Zeit dazwischen ist Selbststudium. Es gibt ganz viele Case Studies und ausgearbeitete Aufgabenstellungen mit einem Lösungsheft. Das heißt, Sie haben die Aufgabenstellungen, die können Sie zu Hause auch selber üben und dann auch gleich hinten im Skriptum die Auflösung. Und wie schon gesagt, die Jobgarantie für die besten Absolventen. Ja, insgesamt sind es 136 Stunden, das entspricht 5 Credit Points, wenn man das umrechnen würde. Und ja, da sieht man eben auch noch einmal die Kurswoche selber oder die Kursmodule bestehen mehr aus Praxis als aus Theorie. Viel selbstständiges Arbeiten, vor allem für die Prüfung. Man muss natürlich hinfahren einmal ins Ausland und da gibt es eben auch die Probeprüfungsfahrt, dass man da schon einmal vorher dort war und dann die Prüfungsfahrt ins Ausland. Ja, und wer sich das Ganze einmal anschauen möchte und sagt, na, bevor ich dann den Kurs buche, schaue ich mir das einmal an, dann können Sie mitfahren bei der Prüfungsfahrt, bei dieser Abschlussfahrt ins Ausland. Das ist nämlich gleichzeitig die kostenlose Schnupperfahrt. Es ist wirklich kostenlos, einfach einsteigen in den Bus, also vorher bitte anmelden, weil der Bus ist voll. Wir hatten letztes Mal auch einen Rekord, also 55 Anmeldungen, so viele Sitze hat gar nicht der Bus gehabt. Aber wir können auch einen 60-Sitzer nehmen das nächste Mal, dann können 60 Leute mitfahren. Ja, und das ist wirklich spannend, weil dann sehen Sie, wie läuft überhaupt diese Prüfung ab, wie sind die Teilnehmer und Sie können direkt sprechen mit den Teilnehmern auch, wie ist es denn wirklich im Lehrgang und ja, wie ging es euch damit. Also ein echtes Hineinschnuppern in die Ausbildung. Das sind noch die Kontaktdaten, vorne beim Eingang haben wir auch unseren Stand. Sie können mich jederzeit anrufen, E-Mail schreiben oder auch WhatsApp, ist mir noch lieber. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns sehen, weil einem unserer Angebote. Website gibt es natürlich, Newsletter ist immer gut, da kommen auch die ganzen Jobs, wir haben eigene Jobbörse, da kommt dann immer kommen die Jobs im Newsletter. Einen eigenen YouTube-Kanal gibt es auch und natürlich Facebook, Instagram, Twitter, das alles haben wir. Gut, dann vielen Dank und ich freue mich sehr, wenn wir uns sehen, entweder morgen gleich oder bei der Schnupperfahrt oder überhaupt dann im Lehrgang. Dankeschön. Danke, Frau Körner. Ich habe mir kurz im Publikum überlegt, ob ich nicht vielleicht, ob Sie also internationale Reiseleiterin, aber auch professionelle Flohzirkus-Dokteurin vielleicht im Nebenberuf sind.
Hat jetzt jemand direkt eine Frage an die Frau Tanner? Na, bitte, da sind Sie. Wie viel kostet denn diese Ausbildung? Der Lehrgang kostet alles zusammen mit der Prüfungsfahrt und mit dem Diplom und mit dem Skriptum und Busmiete und alles zusammen 2.200. Es gibt aber auch die Möglichkeit von Ratenzahlungen. Und wenn eben gerade jemand arbeitslos gemeldet ist oder Studenten bis 25 bekommen einen Rabatt. Also bitte mich einfach darauf ansprechen, da sind wir um hunderte Euro günstiger. Da kann man sich das dann auch leisten, weil ich finde, es sollte nicht ums Geld gehen. Ja. Der Lehrgang ist teuer und wenn man jung ist, hat man vielleicht nicht das ganze Geld, aber es ist eine Chance, einen Beruf zu erlernen. Und da bitte einfach mit mir reden, da finden wir einen Weg. Und Ratenzahlung gibt es auch. Also ich hatte einmal den Fall, da hat eine gesagt, ich habe nicht so viel Geld. Sie hat über ein Jahr lang die Raten bezahlt, das war im Monat und nicht 150 Euro. Dann hat sie es abbezahlt in einem Jahr und dann hat sie den Lehrgang gemacht. Ist alles möglich. Soweit die Frage beantwortet? Okay, bitte. Selbe Frage, zwar dieselbe, die auch gehabt oder eine andere ist, Sie haben erwähnt Fremdenführer und Reiseleiter, dass es unterschiedlich ist. Und das wollte ich nochmal fragen, wenn man zum Beispiel so eine Fahrt nach Prag als Reiseleiter macht und Sie haben gesagt, das ist sehr spezifisch. In manchen Städten darf man einen Spaziergang machen, in manchen nicht. Wird das dann auch gelehrt oder wird das Ja, Regen? Also ich spreche da 3 Stunden eben nur über diese rechtlichen Geschichten, weil das ist beim Gewerberecht eben eine Diskussion, das ist ein bisschen auch eine Lücke, es gibt eigene Gerichtsfälle, EuGH-Entscheidungen innerhalb der EU, natürlich eigene Richtlinien in den einzelnen Ländern auch wieder, also es gibt eine EU-Richtlinie und natürlich dann die lokalen Verordnungen, also das ist eben eine Diskussion, aber grundsätzlich darf man überall führen, weil wir eine geschlossene Gruppe führen. Was man nicht machen darf, ist, dass ich jetzt zum Beispiel nach Italien gehe, nach Florenz und sage, so, da bin ich habe die Erfahrung, ich bin Historikerin und jetzt bucht es mich. Das darf ich nicht, ja, weil da habe ich keine Lizenz in Florenz. Aber was ich machen darf, ist als Reiseleiterin für einen österreichischen Veranstalter nach Italien fahren und dann darf ich plötzlich führen. Ja, zum Beispiel Paris 5 Tage lang habe ich wie eine Fremdenführerin geführt, ohne dass ich die Fremdenführerlizenz habe. Weder hier noch in Paris. Und das besprechen wir im Lehrgang ganz lange. Die zweite Frage war dann noch, wenn man zum Beispiel sagt man, Prag oder Paris führt dann, gibt es da Unterstützung von Ihnen, dass Sie sagen, okay, natürlich, man kann sich im Internet recherchieren, so über die Stadt und so, aber dass Sie dann, dass da irgendwo so Informationsmaterial auch noch gibt für die Reiseführer? Also es ist so, es kommt darauf an, wo Sie dann tätig sein möchten und wo eben Ihre eigenen Spezialgebiete liegen. Man kann zum Beispiel bei einem Veranstalter tätig sein, nur als Reisebegleiter. Dann begleitet man die Reise nach Prag oder nach Paris und dann gibt es vor Ort den örtlichen Guide und der führt dann 1 Stunde, 2 Stunden, einen halben Tag oder 3 Tage. Oder Sie sind selber Experte, dann können Sie für einen Veranstalter tätig werden und sagen, ich führe selber. Dann darf ich selber überall führen. Also es kommt eben darauf an, was Ihre Voraussetzungen sind. Und ich finde es halt dann mühsam, wenn man zum Beispiel bei den anderen Ausbildungen das lernt, weil man kann nicht innerhalb kürzester Zeit plötzlich sich ein Mega-Fachwissen aneignen. Also entweder hat man schon das Wissen, weil man sich dafür interessiert oder weil man es studiert hat. Man muss nicht studiert haben. Man kann auch alles sich selber angeeignet haben. Aber dann ist der Aufwand viel zu hoch, sich plötzlich für eine Reise jetzt völlig einzulesen. Das macht dann keinen Sinn. Dann macht man eben einfach nur Reisebegleitung und sagt, okay, sorry, da kenne ich mich nicht aus, bitte örtlicher Guide. Und ich mache dann wieder das andere. Also Reiseleitung sollte allgemein der Tupfen auf dem I sein oder die Spitze vom Eisberg, dass man eben schon eine Vorgeschichte hat, dass man schon Spezialgebiete hat. Ja, dann ist es auch authentisch, dann ist es auch spannend. Ja, dann kann man sein Wissen, das man hat, näher bringen. Auch Fachwissen, ganz Spezielles. Zum Beispiel Weinreisen gibt es oder kulinarische Reisen. Das kann man nicht studieren auf der Uni. Ja, vielleicht ist man Sommelier oder vielleicht ist man gelernter Kellner oder Koch. Oder Gartenreisen. Also es gibt so viele Dinge, so viele Fachgebiete auf der Welt. Das kann man alles gar nicht jetzt irgendwo in einem Schnellstudienkurs lernen. Das bringt einfach nichts. Ja. Das ist eben die Besonderheit bei uns. Wir sind das einzige Institut für Fachreiseleitung, ohne die Inhalte, die bringen Sie selber. Okay, eine Frage lasse ich noch und dann. Mich würde interessieren, ob Ihre Ausbildung auch sinnvoll ist, wenn man eine Reisebegleitung machen möchte.
Ja, wie gesagt, also wir machen Top of the Top, eben auch das Didaktische, das ganze Inhaltliche. Und wenn man das gelernt hat, dann kann man alles einfach damit machen. Also es gibt ganz viele im Kurs, die dann sagen, ja, puh, mir ist das aber schon zu kompliziert, da muss ich mich jedes Mal einlesen und das Wissen habe ich vielleicht gar nicht. Dann hilft der Kurs trotzdem, weil wir haben ja auch ganz wichtig eben das ganze Reiserecht, die Gruppendynamik, das Konfliktmanagement, das ist, was passiert, wenn jetzt ein Gast nicht zur Abfahrt kommt. Da ist das ganze Fachwissen egal, weil da stehen jetzt 50 Leute, wir müssen abfahren um 21 Uhr und es fehlt eine Person. Wo ist die? Und das ist viel wichtiger und das braucht man als Reisebegleiter und als Fachwirt, das braucht jeder. Und das ist wirklich die Essenz und darauf konzentrieren wir uns. Und wie gesagt, das Fachwissen bringt jeder selber ein. Darum geht es gar nicht so sehr. Okay, also ein Koffer in Berlin, eine Lizenz in Florenz oder eine Weinflasche in Kapstadt, alles ist möglich. Die Frau Tanner ist an ihrem Stand B3 im Foyer noch zu finden für weitere Fragen.